Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, in der heutigen Folge werden wir bestimmt mal ein bisschen auf Ressourcenjagd gehen. Ach, das wollten wir auch noch fertig bauen. Hätten wir denn jetzt Platz, um das schnell noch zu holen? Naja, wir müssten das... Huch! So. Und vielleicht noch ein bisschen hier weiterbauen. Ich hätte schon Lust, das hier ein bisschen weiter zu bauen. Und natürlich Ressourcenjagd und noch wieder neue Baupläne. Ich hätte auch gerne neue Baupläne. Und, ach ja, wir haben doch den Diamanten. Wir können uns doch den... Wir können uns ja nun den... dieses Schweißgerät bei diesen Schneiderbahn. Wartet mal. Was brauchen wir außer dem Diamanten? Hier. Wo ist er denn? Hier. Eine Batterie und Titan. Die Batterie war. Das ist ja rückwärts in den Koffer, das kriegt man hin. Batterie. So, da hinten die Batterie. Und das. Und. Wo habe ich denn den Diamanten gepackt? Habe ich den ganz oben hingepackt gehabt? Ja, hier ist er. Ah, da haben wir noch eine Batterie. Na gut, wir machen eine neue. Wisst ihr was? Wir nehmen die anderen mit. So. Nein, nach unten bitte. So. Zack. Ja, ein bisschen Ressourcen hier geben. Mal gucken, was das Spiel jetzt noch so hergibt. Laserschneider zum Aufschneiden von Sachen. Juhu. Wir hatten ja auch in Richtung des Wracks noch Wrackteile gefunden, große, wo wir rein wollten. Das ist der Laserschneider. Ja, das kann rüber. Die Schubkanone. Wollen wir die mitnehmen? Nimmt ganz schön Platz weg, ne? Ja, komm, wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie mit, sicher ist sicher. Brauchen wir noch irgendwas? Wir haben alles, das ist sehr schön gemacht, alles. Juhu. Die geologische Formation, die können wir eigentlich rausnehmen jetzt. Hier runter und nochmal gut. Zack. Laserschneider. Moment. Jetzt ist er hier unten. Gut. So, wir gehen was essen und dann geht es auch schon direkt los, würde ich sagen. Aber wir bauen erstmal die Tür fertig, würde ich sagen. Bauen erstmal die Tür fertig. Was? Warum das? Naja, schwimmt da halt hier drin rum. Und los geht's. Ich hatte das mit dem kleinen U-Boot, die Tiefenanzeige, die hatte ich echt falsch verstanden. Ich dachte, dass wir nur so tief tauchen können, dass dann nicht die Rumpfintegrität dann nicht mehr gewährleistet ist. Inventar schon voll. Hallo, hallo, hallo. Ja, ist voll, okay. Aber ab dann sind Zusammenstöße nur extrem gefährlich, weil dann der Rumpf sehr beschädigt wird. Tja, dann muss ich sagen, können wir ja auch tiefer tauchen, ne? Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, immer falsch rum. So. Nein. So. Nein. Da war der Mensch. So. Da brauchen wir zwei Stück. Holen wir schnell eins. So. Und los geht's. Dass die alle immer so unterschiedlich groß sein müssen. Vielleicht kann man ja auch später noch sein Inventar erweitern. Das fände ich natürlich super. Wenn das ginge. Okay, so. Sollen wir eine Art Rucksack craften? Das wäre ganz cool. So. Okay. Ich
Ich weiß gar nicht, ob wir da noch. Achso, jetzt haben wir den Habitatbau wieder weggelegt. Der ist schon mal kurz weg. So. Okay, Titan. Das haben wir ja. Das ist ja nun nicht so schwer. Ja, Titan werden wir auch gleich mal noch holen gehen dann. Wir machen eine kleine Ressourcenrunde. Zwei waren es, ne? Größte Höhenintegrität wieder bei 3,3. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Na, wir müssen auch vielleicht das noch ein bisschen hochtreiben. Also dort, wo wir Shots hinbauen können, dort sollten wir Shots hinbauen. Was braucht denn eigentlich solche, die verstärkten Lithium und Titan? Und wie viel geht denn das da hoch? Um 7 HP. Wahnsinn, krass. Die Frage ist, wo kriegt man Lithium her? Ich habe noch nie Lithium gesehen. Laserschneider. Snacken. So, wir nehmen noch eine Frucht mit für unterwegs. Wir sind jetzt hier in-game voll zum Vegetarier geworden. Das ist eigentlich super. Und zack. Wo ist? Ach ja, unser Bull ist jetzt hier drin. Hatte ich kurz vergessen. Mist. Ist ein bisschen eng hier. Und los geht's. Welcome aboard, Captain. Okay. Wo war das erste Wrack, wo wir uns reinschneiden können? Das war da hinten. Das war irgendwo in der Richtung, glaube ich, ne? Ich speichere das mal kurz, das muss sein. Sollte irgendwas passieren, man weiß ja nicht. Das war's nicht. Ja, genau, da. Ich mach nichts, es ruckelt. Sehr. Krieg dich ein. Gut, gerade das Spiel aufgemacht, jetzt lädt die Welt erstmal. Naja. Hier war das irgendwo, hier dahinter. Da ist es. Da ist die Tür. Okay, hier ist nichts. Hä? Von der Seite? Hä? Wie kommen wir da oben rein? Ach so, in die Kiste, die Cargos? Ne, die gehen ohne. Wieso geht das denn nicht? Da müssen wir nochmal versuchen, das ähnliche Wrack wiederzufinden, was wir mal ganz drüben hatten. Das war ja da hinten irgendwo. Ich will mich jetzt gerne reinschweißen, das schweißt nicht rein. Wie soll ich denn jetzt da reinkommen, die obere Etage? Oder habe ich eine Öffnung über... Weil ich die Öffnung da unten, die sehen wir jetzt bloß nicht. Das ist ja jetzt doof. Ich dachte, wir können es jetzt einfach mal schnell da reinschweißen. Ja gut, dann fahren wir mal. Nicht schwimmen. Ist ja zu weit. Ja, wo war das denn etwa? Wir müssen jetzt mal meistens Bojen machen. Ich sag mal, es wird etwa in die Richtung, ne? Wir versuchen es einfach mal. Einmal auf gut Glück. Oh, ist überall Wracks. Genau, da sind noch Kisten. Oh, Kisten. Ja, Kisten. Oh, super Energiezelle. Klasse.
Zu trinken ist auch immer gut. Und dort? Eine Energiezelle, klasse. Also für unser kleines Boot haben wir jetzt vorgesorgt. Super. Super, super, super. Ein Zeichen, werden wir es brauchen? Ja, wahrscheinlich, könnte passieren. Okay. Wo ist es? Na, so in die Richtung. In etwa, ich weiß jetzt nicht mal genau, wo das war. Hier ist... Doch, doch, doch. Dort müssten jetzt gleich die großen Pilz, also wo wir diese Pilzprobe her haben, auftauchen. Ach, die großen sind wieder hier, okay. Okay, okay, die großen sind wieder hier. Immer auch ein bisschen nach Bauplänen Ausschau halten. Ja, und hier sind jetzt die großen Pilze. Wie sind wir von hier aus weiter? Hilfe! Er greift uns an! Wieso? Auf einmal? Hä? Wo ist er hin? Er greift uns an! Einfach so! Okay? Wenn ihr meint. Mal so schräg in die Richtung. Ist es das? Ah, ist es das? Ist es das? Ist es das? Und Richtung geologische Formation. Da war noch ein riesen Frack, wo wir noch nicht drin waren. Ja, das ist das. Das ist das hier, Freunde. Das ist das. Oh oh. Was ist das? Soll ich jetzt wirklich aussteigen? Gab es hier noch einen anderen Eingang? Gab es hier nie noch? Hier gab es da noch. Wir waren doch mal. Wir sind doch irgendwo rausgekommen. Da! Da! Okay. Jetzt schnell. Es hat auch noch Energie hier. Hoffentlich reicht unsere Luft. Wieder zu. Warum ist das wieder zu? Geh auf! Ja, cool. Okay. Oh Gott, das dauert lange. Oh, das dauert lange, Leute. Wir werden, wenn die Tür auf ist, erstmal zurückgehen. Jetzt wächst Luft. Und dann gucken wir, was hier dahinter ist. Wieso können wir die andere Tür nicht öffnen? Das ist doch genauso die Tür. Ich habe schon wieder irgendwas Großes. Ich sag mal, wenn wir so bei 40%, 40 Sekunden sind, gehen wir mal zurück. Ja. Oder 70%, okay. Okay, kommt. Und zurück. Ja, ja, ja. Wir hätten echt das, wir müssen das... ein Bütchen weiter oben proben. Oh oh. Wir müssen das hier oben proben. Es geht nicht, aber da unten sind zwar diese blöden... Ich meine, die lieben Sandhaie. Aber es geht nicht, wir müssen das hier parken. Deswegen hat unser Schiff schon wahrscheinlich Damage gehabt. Die haben das angegriffen. Warum auch immer. Wir waren ja nicht mal drin. Zu dem Zeitpunkt, ne? Okay, hier können wir aber nicht rein, ne? Dort, wo wir uns reinflexen können, schneiden können, das wird uns angezeigt. Na gut, ist okay. So hoffe ich, ist es jetzt diese Prozentzahl noch, ja, gut, gut. Okay, wir schneiden uns weiter. Mal gucken, wenn es ein kleiner Raum ist, können wir den gleich untersuchen. Sollte es ein großer sein, werden wir erst einmal zurückgehen, würde ich sagen. Und, huhu! Oha. Basiswasserfilterungsfragment. Ja, krass.
Mobile Vehikelbuchten, ne, die haben wir nämlich schon. LED-Fragment. LED-Leitfragment. Okay, wir gehen erstmal kurz zurück, wir holen Luft und dann gehen wir wieder rein. Dann gucken wir uns mal mit dem Gerät hier um. Da haben wir das schöne Licht. Leute. Wir haben neue Sachen schon gefunden. Sehr schön. So wie zu, wir gehen zu auf Ressourcenjagd. Das haben wir da aber immer machen. Mal Erze holen, den Schrott wieder einsammeln, dass wir ein bisschen zu Titanen kommen, ne? Ich will mal Eisen sagen. Einfach ein bisschen, dass wir wieder. So, jetzt kommen wir wieder rein. Oh, guck mal. Ist das. Ach nee, na gut. Das haben wir jetzt wohl schon. Okay, wieder da rein. Wir hatten auf dem Meeresgrund unten war auch noch was, ne? Hallo, da ist doch was, oder ne? Okay, dann nicht. Wir nehmen das mal als mit, da kriegen wir ein bisschen Titan. Oh, Flutlicht, cool. Nehmen wir mit, dann ganz schön wieder hoch, noch 30 Sekunden. Los, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Ja, 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 ja. Okay. Und jetzt zurück, aber schnell. Schnell zurück. Hier durch, 15 Sekunden, komm schon. Ja, ist alles da, wir schaffen es. Okay, wir schaffen das. Ja. Haben wir jetzt unten alles, ja, ne? Ich glaube schon. Hier, da können wir eigentlich erstmal zurück, ja? Wo ist das dunkel hier hinten? Nee. Ich mach mal Richtung Oberfläche. Das ist mir lieber. Hier oben ist nicht so dunkel. Der Hitzsignatur war auch noch so ein riesen Wrack. Können wir uns auch noch mal umgucken. Da waren nur massenhaft Ressourcen, da kriegen wir noch ein paar Diamanten vielleicht. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich wollte nur mal gucken, ich wollte nicht ausspringen. Wir können in die Richtung hier noch mal ein bisschen weiter fahren. Juhu! Lass mal klar, ne? Wird nicht mehr sau cool, dass man so rausspringen kann. Ob man das mit einem ganz großen U-Boot auch machen kann? Oh, das ist mega cool. Vollkommen übertrieben, aber mega cool. Wir haben sogar Energiezellen, die kriegen große Energiezellen für unsere kleine Motte hier. Sehr gut. Okay, wir müssen hier rum. Unsere Base wird sogar nicht angezeigt. Wir sehen bloß unseren Rettungspot, ne? Wir müssten da mal. Ja, aber eine Folie brauchen wir jetzt deswegen nicht. Sehr schön. Und alle, hopp. Okay. Wir holen uns jetzt gleich erstmal den Habitatbau und gucken, was wir jetzt bauen können. Die werden weggesnackt. Das kann weg. Das wollen wir haben. Okay. Was ist das? Wasserfilterungsmaschine. Teilzeit. Oh, was? Oh, was? Oho. Dann würde ich sagen, das ist ja mega cool. Was haben wir noch? Energie? Nein. Hier haben wir jetzt die Flutlichtlampe. Da hat man noch was aufgesammelt. Achso, das können wir übrigens auch mal bauen, ne? Zum Upgraden von unserer kleinen Mutter. Ein Flutlicht. Ein Flutlicht? Cool. Wartet mal. So ein Flutlicht. So ein Flutlicht wäre natürlich. Das wäre hier eigentlich ziemlich gut. Ne? Hier so. Dass wir uns hier ein bisschen
beleuchten könnten. Da würde ich sagen, wir machen uns auch direkt einen Raum zum Wasserfiltern. Da jetzt Salzwasser. Wir machen uns direkt einen Raum dafür, würde ich sagen, oder? Okay, das ist natürlich nur das Problem. Wir brauchen Lithium. Irgendwoher brauchen wir mal Lithium. So, das jetzt hier ran und daran dann zum Wasser filtern. Das hier gerade würde ich gerne lassen. Also hier so dran würde ich gerne nicht, würde ich nicht unbedingt machen, dass wir hier mit dem Boot ordentlich rein und raus fahren können. Hier auf der Seite könnte man das theoretisch gut machen. Hier so, hier hinten so. Minus 1. Das ist noch minus 1,25. Oh, das ist. Wir könnten jetzt intern noch schnell zwei Schleusen wieder reinbringen. Das würde uns wieder ein paar HP. Wir müssen halt jetzt. Wir müssen halt zur Zeit noch mit diesen HP spielen, ne? Solange wir kein Lithium haben. Ey, cool, hier guckt richtig die Antenne aus. Cool. Muss das eigentlich draußen gebaut werden? Ne, das hat so eine Wand, also kann man das. Das kann man irgendwo drin bauen. Hier so, von innen quasi. Ah, okay. Halt, was geht's? Wir bauen uns jetzt noch zwei Schleusen rein, dann können wir uns nochmal so einen Mehrzweckraum bauen. Und da können wir dann so endlich Wasservorrat, so Wasserproduktion, ne? Oder eine Entsalzungsanlage, besser gesagt. Okay, Inventar ist voll. Craften wir die um und holen uns gleich noch was. Aber in der nächsten, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir wirklich auf Ressourcenjagd mal gehen. Und komm schon. Und zack. Okay. So. Brauchen wir zwei Stück von, ne? Pro Tür. Oh Gott. Hab ich noch Platz? Wir könnten aber hier das eben ablegen. Okay. So gut wie. Wollen wir noch was? Wow. Ja, und Schrott werden wir dann auch mal einsammeln. Meine Tour macht nur für Schrott. Und dann nur nach Erzen direkt suchen. Also nach anderen Erzen halt, nach Kupfer und so, ne? Ich würde aber sogar sagen, suchen tun wir bei der Hitzesignatur, ne? Da würde ich sagen, gehen wir dort hin. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Diamanten. Hallo, hallo, hallo. Ah, voll, okay. Drei Stück. Ne, vier Stück. Das sind zwei. Dann brauchen wir. Dann brauchen wir noch. Nochmal zwei. Also noch ein Silikongummi im Endeffekt. Für zwei Schleusentüren. Na, dann kriegt man jeweils wieder ein HP mehr dazu. Ja, ich denke, das ist nicht schlecht. So. Jetzt müssen wir drei Stück haben, also hier zwei, dort noch. Achso, die können wir eigentlich auch ablegen hier. Wir haben zwei große Energie. Aha, die passen hierher. Verflixt. Da können wir eigentlich auch bei in der Andockbucht nochmal so einen kleinen Hängeschrank hinmachen, wo wir dann so die Energiezellen reinpacken, wo wir genau wissen, das ist direkt für unser kleines Boot. Wäre nicht schlecht. Wachsen diese Samen hier eigentlich auch nach? So, mehr brauchen wir ja nicht. So. Zack. Nehmen wir gleich das Titan mit. Das hat schon hier reingepackt. Wenn ich mich recht erinnere. So. Das hätten wir. Hier haben wir noch das. Das. Ja, ich würde sagen, das packen wir, da machen wir einen kleinen Schrank direkt für unser kleines Boot. Ein Habitatbauer habe ich mit.
Und das andere können wir erst reinbauen, wenn wir den Mehrzweckraum dran haben. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Titan holen wir und dann bauen wir den Mehrzweckraum ran. Ich muss mal offscreen, ich vergesse es immer wieder, ich muss offscreen echt mal die Schränke ein bisschen sortieren. Und natürlich brauchen wir noch mehr Schränke. In der Zukunft werden wir mehr Schränke brauchen. Hier ist alles leer. Oh, wir haben keinen Titan mehr. Was? Kein Titan mehr, krass. Da wird es echt wieder Zeit, dass wir auf Ressourcen abgehen. So. Hallo Mutter. So. Hoffe ich kann man jetzt... Nein, du bist falsch. Mehrzweckraum. Ah, ja, ja. Es geht gut. Okay, sehr schön. Okay, da fehlen die Stützen jetzt. Das sieht lustig aus. Aber das macht ja jetzt nichts. Wir müssen hier, hier vielleicht auch nochmal irgendwo eine kleine Schleuse hinmachen, dass wir reinkommen. Sowas hier. Ne, dass wir hier noch irgendwie hier auch... Obwohl, wir können hier rein. Das macht ja noch nichts. Da können wir auch hier rein. Sehr schön. So. Sehr gut. Ja, 5, das ist doch nicht schlecht. Ich denke, das können wir dabei belassen. Ich würde vielleicht hier gerne sowas hinmachen und da ein Fenster. Wir können, also von hier sehen wir so unsere Station und dort ein Fenster hinmachen würden. Ach ja. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, hier. Entsalzungsanlage. Machen wir die so in die Ecken und dann dazwischen so Fenster, oder? Oder vielleicht gerade? Oder da Fenster rein? Schwierig, was brauchen die eigentlich? Nur die Tonne, das ist ja nicht schlecht. Wie machen wir es nur? Immer diese Entscheidungen. 4 große Wasserfilter. Ja, ich denke schon, 4 Wasserfilter sind ganz gut. Oder 3 ist so, so, so. Hier 2. 2 lebende Wände, ja. Und dann dort ein Fenster. Oder dort? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Oder dort und dort. So, mal ganz unkonventionell. So 3 Stück dort. Ja, das machen wir jetzt so. Das entsalzt das richtig. Oh. Es legt los. Und die Energie da oben. Nimm zu? Ja, nimm zu. Was kann ich da... Was soll ich da reinsetzen? Wasser 12%, Salz 4%. Ach, da kriegen wir Salz dadurch und Wasser. Das filtert uns das automatisch raus. Ach, na wie cool. Dort hätte ich noch gerne eins hin und... Okay, jetzt kann ich es mal setzen. Ja, wir brauchen jetzt... Wir brauchen Ressourcen. Wir kommen nicht drum rum, wir brauchen Ressourcen. Runtergefallen. Das soll mir noch zu Verhängnis werden, das Teil. Ich sehe das schon. Wir packen das wieder hier rein erstmal. So. Das auch. Die Energie packe ich auch gleich hier mit rein. Unsere neue Waffe hat man drüben. Alles klar, das weiß ich noch. Den Laserschneider, den nehme ich lieber mal mit. Wirklich schön. Jetzt die Signatur. Riesiger Kosch. Hätten wir mal richtige Waffen, ne? Dann würde ich da auch gern mal. Kann man ja mal. Ich denke mal, der Kosch, das ist so dieser Aal, den wir da gesehen hatten. Okay. Ressourcentor. Erstmal was essen und dann ist auch die Folge erstmal zu Ende, sehe ich gerade. Also unsere Station wächst. Unsere Station wächst gut. Wächst und gedeiht. So. Lasst uns snicken. Okay, gut. Wir nehmen mal
2 mit. Für unsere kleine Tour. No. Nein, du sollst. So. Jetzt kann ich das wieder einpflanzen. Da können noch mehr wachsen. Wo ist denn die fertige? Ist das die hier? Bei denen geht das noch nicht. Oh, bei denen geht es auch. Okay. So, 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 so. Ja, es wird. Huh. Wir haben auch unser Gemüsefeld. Sehr schön. Da drüben fehlt noch irgendwas, ne? Oh, das hier, den Fabrikator und so. Ach, ich weiß nicht, wir könnten da schon. Wie wär's denn das zu was? Setzen wir hier in der Mitte? Lieber hier ein Fenster hin und hier ein Fenster hin. Könnte man auch machen, ne? Na gut, jetzt würde ich sagen, das war's für die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann gehen wir erstmal auf Ressourcentour. Wir sind auch soweit, wir können dann gleich in der nächsten Folge loslegen. Also, bis dahin. Tschüss!